Unsere nächste Station, Thailand. Hier ist ein Dorf von Schlangen geradezu umzingelt. Schlangen, deren Biss innerhalb kürzester Zeit töten kann. Was tun? Die Bewohner haben eine ganz eigene Art gefunden, mit dieser Gefahr zu leben. Und dann auch noch Profit aus dieser Situation herauszuschlagen. Ein Dorf, versteckt im Wald. Und vor jedem Haus stehen sie. Die geheimnisvollen Kisten. Gestapelt und gut verschlossen. So unscheinbar sie aussehen, hütet jeder Bewohner darin seinen größten Reichtum und gleichzeitig seinen größten Feind. Königskobras. Übersetzt heißen sie schlangenfressend. Kannibalisch ernähren sie sich fast ausschließlich von Artgenossen. Sie sind die größten Giftschlangen der Welt. Ihr Gift kann einen Menschen innerhalb weniger Stunden töten. Überall werden sie gefürchtet und gemieden. Doch hier im Nordosten Thailands sind sie der Lebensmittelpunkt. Im Dorf der Königskobras. 1000 Schlangenarten leben im Umkreis des Dorfes und sind allgegenwärtig. Wöchentlich gehen Schlangenkämpfer in den Ring, um mit denen zu kämpfen, die sie am meisten fürchten. Drei Menschen haben in den letzten Jahren bei dieser Tradition ihr Leben verloren. Zwei Wochen lag Tam im Koma. Die Ärzte hatten ihn aufgegeben. Die Lokalpresse ihn für tot erklärt. Aber er lebt. Und das ist ein medizinisches Wunder, an das vor zwei Jahren niemand mehr glaubte. Seit seiner Kindheit kämpfte der Thailänder mit Königskobras. So wie sein Vater und Großvater auch. Er war einer der begabtesten Kämpfer im Dorf. Doch der Biss hat ihn verändert. Früher war Tam schlank und sportlich. Bis er eines Tages einen verheerenden Fehler machte. Ich habe wie immer meinen Kopf von links nach rechts bewegt, um sie zu reizen. Dann ist sie ganz still geworden. Also bin ich mit meinem Kopf runter und wollte sie küssen. Dann war ich für einen Moment unkonzentriert und sie hat sich über mich hochgezogen und in den Mund gebissen. Dreimal musste ich auf sie einschlagen, bis ich mich befreite. Kobras lassen ihre Beute eigentlich nicht los, bis sie gelähmt ist. Obwohl sie ihm fast das Leben genommen hätte, konnte er seine Kobra nicht töten. Denn wie alle Menschen im Dorf lebt auch Tam in einer Hass-Liebe-Beziehung mit seiner Nung Nim, übersetzt der Glücksbringer. Doch bis jetzt brachte sie ihm alles andere als Glück. Ich liebe meine Schlange, aber meine Schlange liebt mich nicht. Wir werden immer Feinde sein, Königskobras und Menschen. Egal wie gut ich mich um sie kümmere, sie wasche und füttere. Sie weiß nicht, dass ich ihr Besitzer bin. Wenn sie sich angegriffen fühlt, beißt sie zu. Dreimal wurde Tam insgesamt schon gebissen. Das letzte Mal fiel er ins Koma und wollte aufhören, Königskobras zu halten und mit ihnen zu kämpfen. Doch es ist eine alte Tradition, die über Generationen weitergeführt wird. Gibt man sie auf, verrät man seine Familie. Seit über 100 Jahren werden Schlangen hier als Haustiere gehalten. Gleichzeitig sind sie auch Ware, so wie die Speikobras. Von der Seite muss sich Tam anschleichen. Denn fühlen sich Speikobras bedroht, spucken sie ihr Gift bis zu 3 Meter weit in die Augen der Gegner und lassen sie erblinden. Tam verkauft die Kobras an Malaysia, die ihr Blut trinken. Denn es heißt, Speikobras machen Männer potent. Doch weshalb gibt es hier so viele Kobras? Eigentlich war hier früher Dschungel und somit der natürliche Lebensraum von Schlangen. Als die Menschen kamen und ihr Dorf besiedelten, fingen sie an, Kobras aktiv zu jagen. Da es kein Krankenhaus in der Nähe gab, wollten die Bewohner so ein Gegengift finden. Das Ergebnis dieser Tradition ritualisierten sie in Kämpfen. Auch Tam wird morgen antreten.
Zum ersten Mal seit dem letzten Biss gegen Nung Nim, seine Königskobra. Vor jeder Show geht Tam in den Wald, um das Gegengift zu holen. Denn im gesamten Dorf gibt es weder Arzt noch Apotheke. Vor langer Zeit entdeckten die Thais eine Wurzel im Wald namens Van Prayu und schwören auf sie als Gegengift. Ärzte bezweifeln die Wirkung. Doch die Bewohner glauben, dass sie ihnen Zeit verschafft. Denn bei einem Biss müssen sie in die 45 Minuten entfernte Klinik. Man muss den weißen Teil der Wurzel nehmen und ihn reiben. Man braucht so viel wie möglich von dem Zeug, weil man nie wissen kann, ob es überhaupt genug sein wird. Dann gibt man die geriebene Wurzel auf die Wunde, damit der Saft das Gift rausschwemmt. Je mehr Blut dabei rauskommt, desto mehr Gift wird auch rausgeschwemmt. Das ist gut. Kommt aber kein Blut, muss man sich beeilen. Dann hat sich das Gift schon im Körper verteilt. Das eigentliche Antiserum, das aus Schlangengift gemacht wird und bei einem Biss das Gift deaktiviert, dürfen nur Ärzte verabreichen. Doch was passiert beim Biss im Körper? Das Gift attackiert unter anderem das Nervensystem. Es greift die Synapsen an. Sie sind die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen und anderen Zellen. Sind sie gestört, werden keine Informationen übertragen. Es kommt zu Lähmungen. Über das Lymphgefäßsystem verteilt sich das Gift im Körper. Zu Beginn der Vergiftung werden die Hirnnerven angegriffen. Deshalb sind als erstes Augenlider, Gesichtsmuskulatur sowie Zunge und Rachenbereich gelähmt. Schreitet die Vergiftung fort, ist auch die Atemmuskulatur betroffen. Der Gebissene droht zu ersticken. Den wohl gefährlichsten Job haben die Kobra-Kämpfer. Während sich Tam zum ersten Mal seit 2 Jahren mit seiner Königskobra auf den Weg macht, treffen allmählich zahlreiche Zuschauer an der Bühne ein. Im Reiseführer wird das Dorf nicht beworben, denn die Besucher sind vor allem Thais und Regionale, die den Kämpfen eine spirituelle Bedeutung beimessen. Vor der Show zeigen uns Tam und sein ältester Kollege Kom Thai, dass die Tiere vor dem Kampf nicht gemolken werden, also ihre Giftdrüsen noch gefüllt sind. Wenn wir die Schlangen entgiften, dann werden sie schwach und langsam. Aber das sollen sie nicht. Sie sollen schnell und aggressiv kämpfen. Seit 59 Jahren kämpft Kom Thai mit den Kobras. 21 Mal wurde er gebissen. Viel zu schnell und oft werden hierzulande nach Schlangenbissen Gliedmaßen einfach amputiert, weil sie anschwellen. Zwar zerstört das Gift Gewebe, aber Amputationen sind nur selten bei Folgeinfektionen notwendig. Vor jedem Kampf zieht Tam als einziger Kämpfer seine Weste an. Für ihn ist sie eine zusätzliche Schutzschicht. Beißt die Kobra am Brustkorb zu, hofft er, dass ihre Zähne in diesem Netz hängen bleiben. Der erste Kampf beginnt. Tam ist sichtlich nervös. Vor ihm ist der 69-jährige Kom Thai dran. Der Dorfälteste behauptet inzwischen, immun gegen Schlangengift zu sein. Wird er gebissen, fährt er auch nicht mehr ins Krankenhaus und saugt das Gift nur noch aus. Ob das stimmt, weiß niemand. Denn dass ein Mensch nach vielen Bissen vollständig immun wird, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg. Tam weiß, er ist nicht immun. Den letzten Biss hätte er beinahe nicht überlebt. Es war Nung Nim, diese Königskobra. Vor dem Kampf darf sie noch einmal trinken und sich abkühlen. Dann wird's ernst. Bevor ich da hochgehe, bin ich jedes Mal aufgeregt. Ich habe Panik, dass die Angst mich lähmt und ich nicht kämpfen kann. Aber sobald ich auf der Bühne stehe, ziehe ich es durch. Ich weiß, alles ist vorherbestimmt. Wenn es meine Zeit ist zu sterben, dann wird es passieren. Egal, ob mich eine Schlange beißt oder ein Auto überfährt. Ziel des Kampfes ist es, 1,5 Minuten durchzuhalten. Mit der Schlange, die Tam vor 2 Jahren ins Koma biss. Normalerweise würden Königskobras einen Menschen in der freien Natur nicht angreifen.
Doch weil sie hier permanent durch Bewegungen provoziert werden, starten sie einen Scheinangriff oder auch Verteidigungsbiss. Dabei beißt die Schlange nicht wirklich zu. Denn die Kobra hat wenige natürliche Feinde und will ihr Gift nicht verschwenden. Deshalb schnappt sie nur bis zu der Stelle zu, an der sie die letzte Bewegung registriert. Die Markierung zeigt Tams letzte Position, an der er die Schlange reizt. Und tatsächlich geht die Königskobra nur bis hierhin. Wichtig ist der Augenkontakt. Tam muss erkennen, wann die Schlange angreift, um im richtigen Moment auszuweichen. Startet die Kobra einen echten Beutebiss, würde sie nicht in der Drohhaltung ihre Haube aufbauen, sondern sich anschleichen. Dann hätte Tam keine Chance auszuweichen. Drei Kämpfer kamen so ums Leben. Beim Kämpfen ist Tams Körpergewicht nicht vorteilhaft. 10 Kilo hat der 25-Jährige nach seinem letzten Schlangenbiss wegen der Infusionen zugenommen. Am Höhepunkt des Kampfes soll der 25-Jährige die Schlange küssen. Der kritische Augenblick, bei dem er das letzte Mal gebissen wurde. Die Zuschauer sind begeistert und spenden Geld. Inzwischen sind die Kampfrituale die größte Einnahmequelle des Dorfes. Umso wichtiger ist es ihnen auch, die nächsten Generationen von der Dorftradition zu begeistern. Der jüngste Kämpfer heißt Fokus und ist 4 Jahre alt. Seine Schönnatter ist zwar nicht giftig, aber aggressiv. An der bissigen, aber ungefährlichen Schlange soll er lernen, dass ein Biss nur kurz wehtut und seine Angst verlieren. Doch die Angst bleibt ein Leben lang. Denn wann die nächste Königskobra zubeißt, weiß niemand.